Herzlich willkommen zu einem neuen Orakel und heute gibt es wieder eine Botschaft von deinem Geistführer. Und du siehst hier also drei Stapel und darfst dir davon gerne einen aussuchen. Ich habe drei blaue Steine heute ausgewählt, die aber alle verschieden aussehen. Der Schimmer zum Beispiel so ein bisschen unterschiedlich. Der ist so gemustert. Und der funkelt wie ein Sternenhimmel. Schau mal, ob dich einer von den Steinen anspricht oder ob du einfach links, Mitte, rechts 1, 2, 3 auswählen möchtest oder dir alle drei auch gerne anschauen möchtest. Wenn du noch einen Moment Zeit brauchst, um dich zu entscheiden, drück gerne auf Stopp. Ansonsten fange ich jetzt mit dem ersten Stapel hier an. Und wir schauen mal, welche Botschaften da zu dir kommen möchten. Also wir haben hier das Ass der Schwerter, die Königin der Schwerter und das Ass der Stäbe. Und da wir zwei Asse haben, bedeutet das, dass hier etwas Neues kommt, dass hier etwas am Starten ist sozusagen, ein Neubeginn, der ansteht. Und das Ass der Schwerter zeigt hier viele Gedanken, dass hier durchaus neue Ideen kommen. Und das Ass der Stäbe zeigt auch gleich das Potenzial dieser Sache und dass du auch neue Energie bekommst, um das umzusetzen. Es können hier auch Probleme und Sorgen mit reinspielen, also dass du auch da sehr viel nachdenkst drüber, dir viele Gedanken machst. Und die Königin der Schwerter zeigt hier auch, ja, dass du da aber auch sehr souverän bist, dass du sehr klug bist, dass du da auch ein dir Gedanken machst, wie kannst du das umsetzen, was kannst du genau machen und ja, dir da auch einen Plan machst. Und ja, die Königin der Schwerter ist da eben sehr gut darin, alles logisch zu durchdenken und sich da wirklich einen Plan zu machen und auch die richtigen Entscheidungen zu treffen, die es da braucht, um da voranzukommen. Und dann kommt die Botschaft, alles ist eins. Spüre die Verbundenheit mit der Natur und all ihren Geschöpfen. Also auch das ist wichtig für dich, dass du viel rausgehst in die Natur, dich verbindest mit der Natur und dass du auch erkennst, dass du eben verbunden bist mit allem und auch mit jedem. Also auch mit jedem, der in deinem Umfeld ist, mit jedem, der dir begegnet, mit jedem Lebewesen, mit jeder Pflanze, mit jedem Menschen und auch gerade Menschen, die dich irgendwie triggern oder so, auch mit denen hast du eine Verbindung, gerade mit denen, die spiegeln dir nämlich auch etwas, was du vielleicht bei dir selbst auch nicht sehen möchtest. Aber da darfst du auch eben die Verbundenheit erkennen. Also was hast du auch mit den Menschen gemeinsam, die du vielleicht nicht magst oder die dich triggern oder so. Hier kommt auch noch der Löwe und der schenkt dir Mut und Selbstbewusstsein, um dein Königreich zu erobern. Also auch das passt ja vielleicht zu dem Projekt, was du hast, zu den neuen Ideen, zu den neuen Wegen, die du gehen möchtest. Und da kommt hier also der Löwe, der dir da ja ganz viel Kraft und Energie auch schenkt, damit du wirklich deinen Weg gehen kannst und dich nicht beeinflussen lässt und wirklich das tust, was sich für dich richtig anfühlt und dass du da die innere Stärke und den Mut wirklich bekommst, ja. Auch vielleicht neue Wege zu gehen. Dann kommt noch die kindliche Unbeschwertheit. Ich entdecke die Unbeschwertheit meines inneren Kindes wieder. Ja, doch das ist ja ein Thema, was öfter mal kommt so in der ganzen letzten Zeit, dieses innere Kind, dass man das wieder entdeckt, dass man sich mit dem beschäftigt, dass man die kindliche Neugierde auch wieder entdeckt, dass man das Leben neugierig betrachtet, als Wunder betrachtet und ja auch in den Kleinigkeiten, die man so entdeckt, eben ja die ganzen Wunder eben auch sieht, ne? Und dass man eben auch das Leben leicht nimmt und seine Unbeschwertheit wirklich wiederfindet, nicht alles so ernst nimmt. Auch die Königin der Schwerter ist eine, die halt wirklich viel nachdenkt und die auch ja auch sich viel über Probleme und so Gedanken macht und sich da auch manchmal drinne verliert. Und dann, die hat zum Beispiel ein Problem mit dieser Unbeschwertheit, ne, weil die auch sehr im Kopf ist. Und das darfst du auch wieder lernen. Und hier kommt noch das Mitgefühl, sei achtsam mit deinem Urteil. Und das passt auch zu dieser alles ist eins Karte, ne? Also dass wir halt mit allem verbunden sind und mit jedem. Und eben auch mit den Leuten, die wir verurteilen. Also falls du jemanden verurteilst oder auch dich selber, ne, übe dich da in Mitgefühl, versuche Mitgefühl für dich selbst zu haben, ne, auch das innere Kind spielt da mit rein und aber auch, wenn du dich über andere ärgerst oder sie verurteilst für irgendetwas, überlege dir, warum du das tust, was ärgert dich an dieser Person und ist das vielleicht etwas, was auch was mit dir zu tun hat, also
Sind es vielleicht Eigenschaften bei einer anderen Person, die du dir selber nicht erlaubst oder die dich an dir selber stören und deshalb nervt es dich, das an anderen zu sehen? Oft sind das nämlich solche Dinge. Genau, also spüre die Verbundenheit zu deinen Mitmenschen, übe dich da ein Mitgefühl. Lass das innere Kind raus, die Unbeschwertheit, die Leichtigkeit, nimm das alles nicht zu ernst und geh mutig deinen eigenen Weg. Lass dich da nicht beeinflussen, sondern mach wirklich das, worauf du Lust hast, das, was du gerne tun möchtest. Und der Löwe eben bringt dir da die innere Stärke, damit du das umsetzen kannst. Genau, das waren deine Botschaften. Und falls du gerne ein persönliches, ein individuelles Orakel auf deine Situation haben möchtest, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Ansonsten wünsche ich dir eine schöne Zeit, falls du jetzt abschaltest, und sage bis zum nächsten Mal. Und ich mache jetzt mit dem zweiten Stapel weiter. Und wir schauen mal, was bei dir kommt. Und da sind die 10 Stäbe, die Königin der Kelche und die Sonne. Also die 10 Stäbe zeigen hier eine gewisse Anstrengung, also dass es gerade nicht so leicht ist oder dass du hier auch ein Päckchen zu tragen hast, ne? Oder eine Last mit dir herumschleppst. Also vielleicht ist es so, dass du gerade sehr viel zu tun hast, dass es gerade sehr stressig ist, dass viele Dinge zu erledigen sind, dass der Job vielleicht sehr anstrengend ist. Aber vielleicht trägst du eben auch sehr viel Gepäck, auch aus der Vergangenheit, viele Probleme mit dir herum. Auf jeden Fall scheint das Leben gerade sich anstrengend anzufühlen. Und die Königin der Kelche sagt dir, ja, verbinde dich mit deiner Intuition, mit deinen Gefühlen, mit deinen Emotionen. Also spür in dich hinein, was da ist an Themen, an Gefühlen. Und was sagt dir deine Intuition, wie du jetzt handeln solltest? Vielleicht sagt sie dir, dass es Zeit ist, diesen ganzen Ballast mal abzuwerfen und hier in die Leichtigkeit zu gehen. Ne, weil solange man hier so viel Gepäck mit sich herumschleppt, kann man nicht leicht sein und frei und voller Freude und Energie und tanzen und so. Und darum, ja, schau mal, was du wirklich loslassen kannst, welchen Ballast du mit dir rumschleppst, der vielleicht auch gar nicht dir selbst gehört, sondern der von anderen ist. Also vielleicht hast du das Gefühl, du musst für andere etwas tun oder für andere da sein, obwohl du das selber gar nicht möchtest, obwohl dir die Energie dafür fehlt. Und die Königin der Kelche ist also eine, die sich davon abgrenzen kann und die da auf sich hört, ne? Auf ihre Intuition, auf ihr Bauchgefühl. Und wenn ihr Innerstes eben sagt, etwas ist nicht in Ordnung oder etwas ist auch zu viel, dann würde sie sich davon befreien und sie hat die innere Stärke, für sich selber gut zu sorgen. Und dann kommt eben auch die Sonne und bringt dir wieder Leichtigkeit, ne? Aber bevor du hier voller Freude und Energie springen und tanzen kannst, musst du eben hier den Ballast abwerfen und dich von einigen Dingen befreien. Und hier kommt der Sonnenaufgang, der dir auch zeigt, da kommt schon etwas Neues, das zeigt sich schon am Horizont. Also hier kommt bald etwas in dein Leben, etwas Neues, was die Dinge verändern wird. Und die Schlange hilft dir eben, deine alte Haut abzustreifen. Also vielleicht auch eben das, was dir diesen ganzen Ballast verschafft. Also ist vielleicht auch etwas Inneres, innere Themen, innere Blockaden oder irgendwelche alten Kamellen, die noch auf dir lasten, auf deinen Schultern lasten sozusagen. Und die Schlange kommt hier als Energie, um dir eben zu helfen, das abzustreifen, das loszulassen und dich halt wirklich von den Dingen zu befreien. Ja, die dich Energie und Kraft kosten, ne? Sodass du eben nicht wie in der Sonnenenergie eben so leicht und tänzerisch durchs Leben gehen kannst. Aber es kommen jetzt auf jeden Fall Dinge in dein Leben oder in Bewegung, die dir helfen, das wieder zu tun. Ja, und hier kommt auch nochmal die Intuition. Ich achte auf die intuitiven Impulse meiner Seele. Und das passt ja eben zu dieser Kelchkönigin, ne? Also das ist wirklich auch das Thema Intuition, innere Stimme, Impulse der Seele, also darauf zu achten, zu lauschen, zu hören. Und dazu, ja, es ist immer gut, wenn man in die Stille geht, wenn man ruhig wird, wenn man dafür sorgt, nicht zu viel Ablenkung zu haben, gerade auch digitale Ablenkung.
einfach mal alles ausschalten und ganz oder in die Natur eben auch gehen, ne? In der Natur und dann ganz auf sich lauschen, sich auf sich konzentrieren und gucken eben, was da hochkommt, welche Impulse da kommen und was die Seele da ja zeigt, was zu tun ist. Und das innere Kind kommt hier auch, dass der verletzte Anteil in dir braucht deine Fürsorge. Ja, und auch das kann mit diesen Strapazen zu tun haben, ne? Mit diesen Altlasten, die du halt noch mit dir herumschleppst. Und das sind eben ja auch oft diese Dinge aus der Kindheit, irgendwelche ganz alten Themen, die man einfach nie geheilt hat und die man eben mit sich herumschleppt. Und das darfst du dir halt auch anschauen. Und auch da hilft dir die Energie der Königin der Kelche mit ihrer liebevollen, fürsorglichen Energie, eben, dass du da auch hinschauen kannst. Also du hast auch so einen mütterlichen Anteil, einen liebevollen Anteil, der in der Lage ist, für dich selbst zu sorgen, also für dein inneres Kind zu sorgen und dich dem zuzuwenden und ihm Fürsorge zu geben, ne? Denn da gibt es also einen Anteil in dir, der noch traurig oder verletzt ist. Und der braucht jetzt eben Aufmerksamkeit und Fürsorge und Heilung. Und ja, auch wenn du dich eben dort hinwendest und dann eben diese alten Sachen auflöst, dann kannst du eben in die Energie der Sonne kommen, die da eben diese Lebensfreude und dieses Glück dann auch in dein Leben bringt. Genau, ja, das waren deine Botschaften. Und wenn du gerne ein individuelles, persönliches Orakel nochmal für deine Situation haben möchtest, wo man da nochmal tiefer reinschauen kann, dann melde dich gerne bei mir. Ansonsten sage ich mal bis zum nächsten Video und ich mache dann mit dem dritten Stapel weiter. So, wenn du den dritten gewählt hast, dann kommt zu dir. Die 8 Münzen, der König der Stäbe und die Königin der Münzen. Also es ist witzig, dass wir in allen drei Stapeln eine Königin haben. Und bei dir kommt also die Münzkönigin und die, ja, die steht für Erdung, für Stabilität, auch für das Materielle und aber auch für Naturverbundenheit. Also auch für dich ist es wirklich sehr gut, dich mit der Natur zu verbinden, weil dort kannst du dich erden. Die 8 Münzen zeigen, dass es hier auch viel zu tun gibt gerade. Also das ist so eine Karte, die zeigt, es gibt Arbeit. Du hast schon viel getan, schon viel erreicht, aber es ist immer noch etwas zu tun. Also vielleicht bist du an einem Projekt dran, wo du schon sehr lange dran arbeitest und die Karte zeigt, ja, es ist immer noch nicht zu Ende. Da gibt es immer noch was zu tun. Der König der Stäbe bringt hier Leidenschaft mit rein. Der zeigt ja, also wahrscheinlich in Bezug auf dieses Projekt, was du da tust, bist du mit Leidenschaft und mit Herz dabei und mit Feuer und gehst da wirklich sehr energisch und leidenschaftlich deinen Weg. Und das ist sehr gut. Und auch bei dir kommt hier die Karte Verspieltheit. Nimm sieh das Leben als Experiment, alles ist nur eine Erfahrung. Und ja, das ist auch sehr wichtig in der jetzigen Zeit, einfach, dass man da verspielt eben rangeht, dass man das alles nicht so ernst nimmt, auch wenn das wirklich schwer ist, aber das ist wirklich eine Botschaft, die echt häufig kommt, dass man den Ernst rausnimmt, dass man mehr Verspieltheit und Lockerheit mit reinbringt. Und die Taube hilft dir, friedlich und sanft zu kommunizieren. Also falls du da Probleme manchmal hast, ja immer friedlich zu kommunizieren, sondern dich häufig angetriggert fühlst und dann angegriffen fühlst und dann so in so einen Kampfmodus gehst oder Streitmodus, hilft dir die Energie der Taube jetzt, sanft und friedlich zu kommunizieren. Also immer sanft zu sagen, was du möchtest, was dir nicht gefällt, aber eben auf eine friedliche Weise, ohne jemanden anzugreifen. Die Phönixenergie hilft dir, das Feuer der Reinigung zu durchlaufen und lässt dich auch neu entstehen. Also hier kommt Transformation in dein Leben. Also die Phönixenergie, ja, hilft dir auch, etwas Altes zu transformieren, vielleicht auch dich selber zu transformieren und einen neuen Schritt zu gehen, in eine neue Entwicklungsstufe zu gehen, in eine neue Bewusstseinsstufe vielleicht auch. Und die Weisheit kommt hier noch. Hilfreiche Kräfte aus deiner Ahnenlinie unterstützen dich. Also deine Ahnenreihe sozusagen, also deine Verwandten im Energiereich sozusagen, in der feinstofflichen Welt, deine Lichtfamilie sozusagen, die unterstützt dich jetzt auch mit ihren Kräften und die hilft dir auch, jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die lässt dir vielleicht auch Wissen zukommen. Also auch da geht es für dich darum, auf deine Intuition zu lauschen, auf
Dinge, die da ja aus der Seele sozusagen zu dir kommen wollen. Das sind dann vielleicht auch deine Ahnen, die zu dir sprechen auf der energetischen Ebene und dir eben Hilfe und Unterstützung dadurch zukommen lassen. Also auf jeden Fall, du bist gerade nicht alleine und du bekommst Unterstützung aus deiner Seelenfamilie. Sie sind bei dir und sie helfen dir jetzt die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Dinge vielleicht auch zu sagen, auf die richtige Art und Weise, friedlich, sanft kommunizieren. Also da helfen sie dir. Also hör auf deine innere Stimme, auf deine Intuition auch und dann, ja, dann läuft das schon. Also auch für dich, wenn du ein individuelles, persönliches Orakel haben möchtest, wo man nochmal tiefer auf deine Situation schauen kann, melde dich gerne bei mir. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du meinen Kanal abonnierst und mich eine Weile begleitest. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.